So, 36 Ausgänge haben wir jetzt schon. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Die ersten 5 Videos habe ich am Stück aufgenommen. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. In Chocolate Island 1. Ja gut, Island. Ich weiß es ja inzwischen. So. Es ist gleich 1. In 4 Stunden muss ich aufstehen. Deswegen tue ich jetzt ein bisschen aufnehmen. Yay, ein Pilz. Sitzt mein Mikro richtig. Wenn man mich nicht hören kann, sagen. Aber dann kann ich es eh nicht mehr ändern. Haha. So, viele Dino-Dinger. Zack. War das klug? Das war goldrichtig. Ich kann mich kaum an dieses Level erinnern. Wahrscheinlich ist es so ein Level zum Vergessen. Zack. Auf jeden Fall, die Musik kenne ich irgendwoher. Die kommt mir etwas bekannt vor. So, immer schön die Sprungtaste gedrückt halten, wenn man aus so einer Röhre kommt, sonst fliegt man nicht weit. Und das kann eventuell fatale Folgen haben. So. Das Sprungbrett könnte ich mitnehmen, aber das bringt mir nicht viel. Ups! Boah, ist der schwerfällig. So, das bringt mir irgendwie echt nicht viel. Aber vielleicht kann ich es. Oh, bin ich dumm. Im Ziel. Da hatte ich einen Knick in der Optik, ich dachte, da wäre noch ein Block. Im Ziel dann irgendwie einen Pilz oder ein Leben dafür bekommen. Irgendwas bekommt man, wenn man sowas mitnimmt. Ach man, warum dreht er sich denn da gerade um? Den will ich haben, genau den. So, das behindert mich eh noch, dieses Sprungbrett. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann noch nützlich finden kann. Uah, der kann hochspringen. Richtig hochspringen. Und Feuer spucken. Ein richtiger Allrounder. Mann, bin ich dumm. Ich würde sagen, ich scheiße jetzt auf dieses fucking Sprungbrett. Übrigens, wenn man von dieser Flamme getroffen wird, auf Yoshi, wird man trotzdem, auch wenn man groß ist oder auf dem Yoshi sitzt halt, direkt getötet. Das ist total mies. Boah, das war irgendwie zu erwarten. Sehe ich da richtig? Ist er gerade auf der Sprungfeder rumgehüpft? Oder war das, keine Ahnung, ob das die Sprungfeder war? Das sah auf jeden Fall witzig aus und nicht so, wie es von den Programmierern wohl geplant sein könnte. Gib mir jetzt das Scheißding. So, jetzt kann ich natürlich nicht die Renntaste drücken, weil das jetzt ausspuckt. Ups. So, jetzt habe ich sie gedrückt. Gut. Ist eigentlich irgendwo was drin? Das war jetzt Zufall. Dann kommt mir irgendwie bekannt vor, diese. Eigentlich ging es von rechts nach links, in einem anderen Level mit diesen zwei Fischen. Und da gab es keine hochfliegenden Fische. Muss ich ja echt durch? Alter, ist das übel. Hilfe, Kaizo. Erinnert voll an Kaizo. Boah, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet, aber ich bin immer so langsam, ich weiß. Das habe ich schon bei Destin das Problem, aber das ist ja nicht so schlimm. Da werden halt die Videos länger. Oh, ich habe vergessen, Sprungkasse zu drücken, aber es hat trotzdem gereicht. So, das nehmen wir mit. Und es hat noch gereicht von der Zeit. Ey, ich sehe nichts. Ah. Ich krieg sowieso nicht ganz oben. Ups, naja, immerhin. Kann es sein, dass ich meine Sterne auf 0 gesetzt wurden und die leben wieder auf 5? Nur weil ich aufgehört habe? Ja, Schlucksrunde. Ich habe übrigens nichts bekommen wegen dem Sprungbrett. Skandal. Echt mal. Also alles jetzt gerade. Dass ich nichts bekommen habe und dass ich wieder von 0 sozusagen anfange, nur weil ich das Spiel pausiert habe. Beim nächsten Mal mache ich einen Safe State und starte dann wieder von dem, wenn ich wieder aufnehme. Da hat man viel mehr von. Ja, ich hatte über 20 Leben. Das war doch was. Übel. Warum habe ich bloß aufgehört? Hilfe. Er rutscht einfach weiter. Er sieht so aus, als hätte ich wieder alles verlernt, was ich sowieso nicht drauf hatte. Aber das ist kein Problem. Da komme ich gleich wieder rein. Zack, so kann man hüpfen. Mit einem Drehsprung. So möchte ich auch mal hüpfen können. Das können nur Italiener, die genug Pizza essen. Ich meine, Spaghetti, Pasta. So, und jetzt kommen sie von beiden Seiten, Hilfe. Und ups, also das ist echt ein übles Level. Also wenn man da nicht groß ist, hat man eventuell ein klitzekleines Problem. Ein großes Problem, weil man... Nein, ein kleines, aber ein kleines ist so gesehen. War das schon richtig. Das Ding nennt sich Angler oder Fischer oder wie auch immer. Auf Englisch hat es so einen tollen Namen. Den ich gerade nicht mehr auswendig kenne. Ups, sind halt so Gegner, die ganz selten vorkommen. Der kommt vielleicht einmal im ganzen Spiel vor. Oder zwei oder dreimal maximal. Ja, einmal. Ups. Und die Tür muss man jetzt noch erwischen. Das kann ganz schön schwer werden. Ups, danke. Ah, das war das. Das war das. Ich würde gerne diese noch haben. Dann schnappe ich euch. Ganz rechts gibt es ein Leben und eine Sackgasse. Deswegen verzichte ich darauf.
Jetzt habe ich die zum Glück gerade noch so im Bild. Sonst wären sie nicht mitgekommen. Dann wären sie aber weg gewesen. Das ist so ein Mario-typisch. Wenn man die ein bisschen aus dem Screen schickt, dann sind sie plötzlich nicht mehr da und dann spawnen sie irgendwann wieder. Aber nicht da, wo man sie gerne hätte. Komm ich jetzt hoch? Danke. Ja, das Level hier kann schon ganz schön nerven. Ups! Wow. Nicht schlecht. Mal gucken, ob ich irgendwann noch in diesem Lastspielen eine 50er-Zahl erreiche. Ein 50er-Stern. 40 habe ich schon, meines Wissens. So, das scheint nur einen Ausgang zu haben. Da wäre ich dann jetzt erst eh noch nicht reingegangen. Zum zweiten Mal. Boah, das... Oh, das mag ich gar nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist dumm. Bams, ist denn tot. So, da gibt es hier mehrere Ausgänge. Da steht's, ihr könnt pausieren, wenn ihr das wollt. Ah, weg. Man kann hier ganz viel Münzen sammeln. Oder ganz schnell durch. Und dann gab es vielleicht nur eine dritte Möglichkeit. Auf jeden Fall gibt es hier mehrere. Nicht nur zwei Möglichkeiten. Wege zu erschließen. Verschiedene Wege. Und damit verschiedene Ausgänge zu kriegen. Ich glaube aber insgesamt sind es trotzdem nur zwei Ausgänge. Weil mehr geht aber nicht. Aber es gibt halt mehrere Wege dahin. Jeweils. Yay, ich kriege ein Leben. So, jetzt dürfte das zumindest mit den Münzen vielleicht geklappt haben. Wenn es jetzt diese dummen Schrägen sind. Ja, Glück. Das ist nämlich gar nicht mal so leicht. Aber jetzt habe ich eine leichtere Version erwischt. Einen leichteren Weg. Das gefällt mir. Oh, Ziel. Genau, drauf. Das ist immer so eine Sache bei mir, weil das voll ein anderes Spielgefühl ist als Super Mario Bros. 3. Und ich bin ja eher so ein Dreier-Fan. Das muss ich auch irgendwann spielen. Weiß noch nicht, ob allein, aber allein, ob together oder nicht. Normalerweise will sie immer auch nochmal allein spielen, genau wie das hier. Das habe ich auch schon bis quasi zum Ende mit einem Together-Partner aufgenommen, wer das noch weiß. Habe ich auch im ersten Video schon mal erwähnt. Oder im zweiten. Oder im ersten. So, zwei Blumen, super. Und jetzt die Pilzarmee. Die ist ganz gefährlich. Denn wer zu viel Pilze isst, der wird irgendwann high. Man kann nur nach rechts scrollen, aber ich habe die Tasten, glaube ich, nicht belegt. Das kann gefährlich werden. Ja. Und es gab nicht mal einen Mittelpunkt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das ist das Dumme an diesem Level. Es ist so lang, so ultra lang. Jetzt habe ich nicht mal mehr einen Yoshi. Aber ich mache es genauso wieder, weil das war echt der angenehmste Weg, würde ich mal vermuten. Boah, das war knapp. Einfach mal Münzen sammeln. Ist halt dumm, diese zielgenauen Sprünge. Da hapert es bei mir meistens. Ups. Und der Druck spielt man auch am besten. Das ist einfach wahr. Aber wenn dann so ein... Man hat so einen Abgrund vor sich und ganz viel Zeit und dann springt man einfach daneben. Dann brennen die Sicherungen durch. Dann ist es einfach zu einfach. Bei Super Mario Bros. 3, da rutschen die Kilometer weit, aber hier reagieren die manchmal auf ein Anstupsen beim Gamepad und dann drehen sie sich direkt in die andere Richtung. Das ist total ungewohnt. Zack. Ich habe ja in meiner Kindheit das hier nie gespielt. Nur Dreier-Adventure. Ja, super. Tschüss, Yoshi. Ohne Dinos ist man hier eh besser dran. Die verbünden sich sonst gegenseitig. Also miteinander gegen mich. Zack. Yay, warum habe ich den Pilz nicht erst genommen, den ich schon hatte? Doom. Noch mehr Pilze. Tschüss. Ich nehme einen anderen mit, der ist schöner. Ich nehme einen anderen mit, der ist noch schöner. Yay. Ich will noch einen anderen. Gib mir den. Den hatte ich schon, egal. Der müffelt jetzt zwar ein bisschen, aber stört nicht. So, kann ich vielleicht einfach direkt drüber springen? Ich muss irgendwie nach rechts scrollen. Ah. Boah. Renntaste drücken und... Hüpfer! Boah, danke schön. Alter, das war gar nicht mal so leicht. Und es war kurz vorm Ziel, das ist am traurigsten. Naja. Ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr bis zum nächsten Schloss kommen, wie ich das bisher handeln konnte. Obwohl, da ist es schon. Warten wir es ab. Wieso konnte ich jetzt nicht speichern? Das ist sowieso fies. Der geheime Ausgang hat eben auch noch gefehlt. Hier gibt es auch wieder einen geheimen. Tolle Wurst. Aber hier, wenn man hier einen geheimen Ausgang findet, bringt er einem nicht viel. Es ist halt nur für die 100% wichtig. Denn der bringt einem, glaube ich, nur in den Kreis rum. Das ist total unnütz.
So, ich will runter. Dann da ist vielleicht eine Feder. Hoffen wir drauf. Yes! Alle lieben Federn. Ich kenne keinen, der keine Federn mag. Dabei mögen sie eigentlich gar nicht die Federn, sondern den Umhang hier. Witzigerweise kommt halt Umhang raus, wenn man eine Feder einsammelt. Ups, wenn ich hier reinkomme. Wenn ich einen Yoshi hätte, könnte ich jetzt fliegen. Aber hier gibt es auf jeden Fall ein paar Münzen, um ein paar Leben zu farmen. Die kann ich auch gebrauchen, nachdem mir alle gestohlen wurden, nachdem ich beim letzten Mal aufgehört habe. Total fies. Ja, jetzt reicht mir. Hüpf. 75 Münzen, so viele hatte ich selten. Da ist, glaube ich, auch noch ein Feder drin. Yes. Die kann ich auch gebrauchen jetzt. Lass mich bloß in Ruhe, du Sack. Nicht noch ein zweites Mal. Das ist nicht so schön. Hüpfer auf die andere Seite. Genau, und da ist noch eine Feder drin. Das Schöne ist auch hier, dass kein nerviger Gegner, ein Fassi, glaube ich, oder Fassi, doch irgendwie Fassi heißen die, kein Fassi nervt. Und da ist das Ziel. Da kriege ich auf jeden Fall ein Leben raus, weil ich 30 Münzen gesammelt habe. Da kann ich hoch. Ja. Ich nehme erstmal den normalen Ausgang, weil ich dann auch weiterkomme. Die anderen Sachen mache ich alle erst später. Da hätte ich jetzt schön 50 Punkte holen können, aber stört ja keinen. Muss ja niemand was beweisen, ja? Mir ist recht nicht, denn ich weiß. Oh, das war der falsche Ausgang. Scheiße. Ich hätte gedacht, Mist, dass der Ausgang mich zum Schloss führt. Gut, entweder wird es ein langer Part oder... Ich komme hier nicht zum Schloss in diesem Video. Wieso nicht? Anlauf! Ja gut, reicht schon. Ja, okay. Bitte auf die Plattform, auf die Plattform! Boah, das war jetzt ein Glücksspiel. Da ist ein Mittelpunkt, wo kommt der denn her? Den hatte ich doch eben gerade nicht. Weil ich in die Röhre bin wahrscheinlich. Was für ein Betrug. Oder hatte ich den? Ich bin so vergesslich. Die Level sind aber auch zum Vergessen hier. Einfach mal so rotierende Plattformen. Was will man mit denen? Nicht mal wirklich rotiert, sondern einmal drehend. Das ist eigentlich derselbe Ausdruck. Das war fast mein Tod. Habe ich ja gerade noch so gerettet. Hey, hier war ich vorher nicht. Da war ich die Röhre wahrscheinlich. Zack, darf ich mal bitte da weiter? Danke, da wäre ich rausgekommen. Da haben wir noch mal ein bisschen mehr vom Level gesehen, das ist auch schön. Die Feder hole ich mir jetzt nicht, ich schnapp mir die nächste dann. Oh, ich komme aber nicht weiter. Dreh dich nicht so beschissen. Ich könnte auf den Block, aber der ist gefährlich bewacht. Oder ich gehe mal bis zum nächsten. Haha, man muss es nur können. Und sich trauen. Das ist die Kunst. Alter, das war fies. Da wusste ich jetzt gar nicht, was ich machen soll. Links, rechts, aber das hat mir bei jetzt nichts geholfen. Oder hätte mir nichts geholfen. So, Mittelpunkt. Habe ich ja zum Glück. Dann ist es nicht mehr ganz so weit. Birk. Pils. Immer schön geduldig bleiben jetzt. Das wird schon noch. Man kann ja nicht immer alles beim ersten Mal schaffen. Es wäre ja auch langweilig, wenn man einfach nur durchwaschen würde. Oh, warum gehe ich da unten lang? Ich dachte, da wäre ein Pilz oder so. Weg mit dir. Ah. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Lalala. Vor allem nicht von den Säcken, die einfach immer dann hochgehen, wenn ich da gerade vorbeikomme. Ja, dann leck mich doch. Aber gleich gibt es eh eine Feder. Boah, das ist viel schwieriger ohne Feder. Wer hätte das gedacht? Lala, ohne Cape meine ich natürlich, ohne Umhang. Ich würde gerne einfach mal den... Oh, ist das fies. Den Block direkt treffen, wollte ich sagen. Wenn ich zum ersten Mal da hochspringe. Na gut, es gibt unerwartete Komplikationen. Tschüss. Mist, ich kann ganz schön durch den Block feuern. Das ist doch Mario, warum geht das nicht? Hüpf. So, der ist total ungefährlich. Den lasse ich am Leben, den auch. Ihr sterbt jetzt einfach mal. Weil ich euch nicht leiden kann. Ich kann euch total nicht leiden. Ich hätte ihn aber auch halten können und hier so ein Fuzzy abschießen können, aber die stören auch nicht. Ey, ich will da sofort drüber. Man muss drei Runden warten. Watten. Durchs Meer watten wir und die Straßen rein. Was? Gut, weiter. Hüpf da drauf. Da
Dankeschön. Und da drauf. Jetzt vielleicht direkt den Block. Ah, immer noch nicht. Es geht aber, da bin ich mir relativ sicher. Es sieht nämlich sehr machbar aus. Eigentlich wollte ich direkt drüber, weil ich ja hier eh eine Feder krieg. Ich brauche ja keine zwei, wir sind ja keine Bonzen. Zack. Und wir sind auch nur ein halber Superheld, wir sind nämlich ein Italiener. Die können keine echten Superhelden sein. Oh, ich habe keine drei Schmerzen. So, ich muss hier unten. Ich habe es übrigens geschafft, ich bin sehr froh darüber. Ich glaube, der kommt jetzt wieder, ne? Ja. Warum auch immer. Sterb einfach dann. Ist er jetzt tot? Drei Pfeile, also noch offensichtlicher geht's nicht. So, jetzt müsste er tot sein. Jetzt nur nicht ins Ziel fliegen, bitteschön. Ah! Fuck it! Eigentlich wollte ich gerne irgendwie gucken. Mist, ich wollte da die... Oh, da sind Leben garantiert. So ein Dreck. Ich wusste halt nicht, wie lang der Abgrund ist. Hab mich nicht ganz getraut. Egal, das wäre erfolgreich gelöst und wir wären beim Schloss und ich mache jetzt unerwarteterweise dann doch schon Schluss. Also bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.